Hallo, Lou. Mr. Cassell, wie geht es Ihnen? Danke, und Ihnen? Schön, Sie zu sehen. Ich freue mich, Sie zu sehen. Otto. Morgen. Guten Morgen, Mr. Cassell. Guten Morgen, Miss Harris. Sie sehen bezaubernd aus, Julie. Vielen Dank. Perfekt, Anna. Danke, Mr. Cassell. Wir können drehen, Mike. Ja. So, was steht heute sonst noch an? Raymond, na wo steckt er? Fertig machen zum Drehen. Guten Morgen. Morgen, hallo. Hi, schön, euch alle zu sehen. Hi, hallo. Delia, guten Morgen. Huch, ihr dreht schon, das wusste ich nicht. Guten Morgen, Raymond. Kein Problem, wir drehen ohne Ton. Ah, gut. Wie geht's? Guten Morgen, Anna. Julie, Sie sehen umwerfend aus. Guten Morgen. Danke. Guten Morgen, Raymond. Morgen, Mr. Massey. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen. Einen schönen Tag. Diesen Anzug trägt er in der Geburtstagsszene. Drehen Sie sich mal für Mr. Cassell. Der Stoff gefällt mir sehr gut. Ist für Sie gemacht, Raymond. Ich wirke doch nicht so sehr wie Abe Lincoln in dem Anzug, oder? Ganz und gar nicht. Ich finde ihn absolut passend, Raymond. Schön, er trägt sich sehr gut. Alles klar, danke, Julie. Michael, wir drehen Mr. Massey. Könnte ich eine bekommen, die geht, bitte? Auf jeden Fall, die Requisite kümmert sich darum. Requisite, Mr. Massey braucht sie. Julie, auf diesen Moment habe ich mich sehr gefreut. Ich auch, Raymond. Ich auch. Schön. So, soll ich dabei lächeln oder besser nicht? Ein Lächeln wäre sehr schön. Ich wollte Sie gestern Abend noch anrufen. Nur um Ihnen zu sagen, wie wunderbar Sie gestern bei den Proben gearbeitet haben. Sie sind ganz großartig. Ich bin sehr zufrieden. Ich glaube, wir haben das Schwerste geschafft. Oh ja. Ja, das denke ich auch. James Dean ist jetzt da. Oh, schicken Sie ihn rein. Schicken Sie ihn rein. Bin gleich wieder da. Raymond, unterbrechen Sie bitte mal kurz. Entschuldigt uns bitte. Der Junge, der den Kerl spielt, ist gekommen. Ich möchte, dass Sie ihn kennenlernen. Aber gern, mit Vergnügen. Er hat noch keine Kinoerfahrung, aber er hat ein paar erstklassige Sachen im Fernsehen und am Theater in New York gemacht. Ein Naturtalent. Kann sein, dass er einen eigenartigen Eindruck auf Sie macht, aber er ist unglaublich talentiert. Gut, sehen wir ihn uns an. Jimmy, ich möchte dir Raymond Massey vorstellen. Er ist bestimmt nur schüchtern. Komm, sie ist okay. Mal sehen. Der Mann kann meinen Vater nicht spielen. Er ist zu alt. Engagieren Sie einen anderen. Kriegen wir hin. Ich rede mit ihm. Was zum Henker hast du dir dabei gedacht? Raymond Massey ist ein hochangesehener Schauspieler. Und du hast ihn zutiefst beleidigt. Sagte ich, hätte ihn beleidigt? Natürlich, du hast ihn zutiefst beleidigt. Gut. Was ist daran gut? Es ist wichtig, dass er mich hasst.